glaube, den. Wie? Ich weiß immer noch nicht. Wie kann ich an. Wie kommt man da neue Leute rein? Das will ich echt wissen. Ich brauche halt Zeichenmaschinen. Also. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich das hinkriege. Generatorleistung müsste ich eigentlich auch erhöhen, aber ich brauche auch hier Kohleabbau. Wir haben noch 54 Leute. Du kochst hier fleißig, das kann auch der Ingenieur machen. Dann kannst du nämlich mit auf Arbeit auf Suche gehen. Die Leute sterben. Aber es ist echt gut, wenn ich die Zelte dann ausmachen kann, wenigstens. Holz und Rohnahrung. Komm zurück. Es ist ein bisschen blöd, aber ich brauch das gerade, das Zeug. So, das Stahlwerk ist relativ nah, das ist super. Acht Tagen, ich glaube nicht, dass ich eine große Chance habe gegen den scheiß Sturm. Das ist cool, okay. Ihr arbeitet zu länger. Ja, ist mir klar. Oh, für einen Tag habe ich Essen, das ist schon mal schön. Es ist zwar nur Suppe, aber seid froh, dass ihr überhaupt was zu essen habt. Arbeiten meine Leute eigentlich? Können ich mal die Kinder sterben? Die brauche ich. Keiner. Wirtshaus, Duellgesetz. Ja, beim Duell sollen keine Leute sterben. Das ist so eine Sache. Da muss ich wieder was bauen, was mir eigentlich nichts wirklich was bringt. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Wie? Ich weiß nicht, wie kann man denn an neue Leute kommen, Mensch? Das ist blöd. Oder kommt nach dem ersten Sturm Leute? Vielleicht hätte ich es nicht auf maximale Schwierigkeit setzen sollen. Leute brauchen halt viel mehr Rohstoffe. Die haben Essen dabei. Vielleicht soll ich einfach nur so auf, weiß nicht. Oder hätte ich sie vielleicht einfach zurück da lassen sollen. Das sind immer 5 Leute, die arbeiten können. Noch besetzt? Ja. Erträglich. Vielleicht gehen wir einfach nur auf zweite Stufe von Vorextrem. So, jetzt könnte ich auf Kohleabbau gehen. Ich brauche aber auch die. Ja, eine Kohlemine ist eigentlich unverzichtbar. Wenn ich irgendwo ein Automaton finden könnte, wäre das praktisch. Kann sein, dass es vielleicht welche gibt, aber... Weil ich weiß, wir werden... Aktivität funktionstüchtig, das ist doch schön, trotzdem sterben die Leute. Ist mir klar.
bräuchte eigentlich ein Automaton und eine Kohlemine, weil dann kann ich permanent den Generator laufen lassen. Bei diesem Sturm werden wir nicht überleben. Der wird uns umbringen. Wenn du ein gewisses Level erreicht hast, tatsächlich. Dann läuft's eigentlich auch. Kann ich irgendwo noch Leute abziehen? Habe ich überhaupt noch irgendjemand, der irgendwo außer der Nahrungsmittelindustrie arbeitet? Ich glaube fast nicht. Mir scheißegal. Wenn ich dich jetzt anmache. Ja, läuft noch, arbeitet noch jemand in der Kohle, natürlich, aber. Das Ding wird auch nicht mehr fertig. Mehr Speer helfen mir herzlich wenig, die Generatorleistung. Könnte mir den Arsch retten. Wird es aber nicht. Ja, ich habe Dampf keinen Verbrauch. Also ich kann nicht mal gegensammeln aktuell. Der muss jetzt erstmal Essen machen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Ich habe noch 42 Leute. Verlassenes Sägewerk. Klingt doch gut. Könnte Holz kommen. Ich sag, die Sachen könnte ich mal abreißen. Vielleicht hilft mir das Holz weiter. Ich finde es immer schön, dass immer alle sagen, oh, mach das doch besser, aber selber könnte es auch nicht. Ja, jetzt kriegen wir nämlich Probleme. Warte mal, warum? Wie wenig Essen machst denn du? Du Pfeife. Generator geht jetzt auch raus. Oh, hier kommt schon der Schneesturm. Zwei Stufen. ...7,2 die Stunde. Wie hoch ist der Verbrauch? Ja, wenn ihr schneller gearbeitet und effizienter gearbeitet hätte, wäre das alles gar nicht passiert. Aber ich bin jetzt schon bei 7,2. Das ist gar nicht mal schlecht. Warum bin ich immer noch bei 7,2 die Stunde? Ich habe da gerade mehr Leute reingesteckt. Okay, haben wir jetzt ein Plus oder ein Minus? Das könnte man noch irgendwo einsehen. Ne, das war das Gesetzbuch. Minus 144 am Tag. Warum sind wir trotzdem nur so schlecht besetzt hier? Okay, bringt jetzt Essen mit? Ja, jetzt haben wir es im Ausgleich.
könnte ich machen, was uns den Arsch rettet? Ein Treibhaus würde uns nicht helfen. Die Baracke könnte tatsächlich helfen. Was kostet die Scheißbaracke? Eine könnte ich wenigstens bauen. Die arbeitet jetzt mal länger. Die arbeitet auch schon länger, oder ja? Okay, wir haben 44. Hilfen mit hier. Das geht aus. Da könnte ich tolle Sachen finden. Da könnte ein Dampfkern drin sein. Ah, jetzt sind wir bei 12,6. Was jetzt schon wieder? Nein! Er war immer noch, oh, ich will mehr Krankenbetten. Oh, mein Arm ist abgefallen. Heususen. Okay, kann ich das hier ausmachen? Gut, dann zerleg mal das, vielleicht baue ich dann doch mal das Wirtshaus. Wundert mich nicht, dass niemand campen will gerade. Da hätte ich bei den Temperaturen wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Okay. Ich überlege noch gerade. Könnte auch alle hier drin arbeiten. Aber warum habe ich jetzt eigentlich keine Kohle? Das Ding ist doch aus. Naja, mal sehen. Wenn die hier fertig werden, dann komme ich vielleicht mit, kann ich vielleicht zwei Baracken bauen. Ja, jetzt ist es richtig hässlich. Ihr müsst das jetzt noch fertig kriegen. Das hilft euch auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich danach weiter forschen sollte erstmal. Weil das sind ja auch Rohstoffe. Die Heizung bräuchte ich eigentlich noch. Heizung, Heizkörper. Oh, kein Holz. Bis die kommen. Vergeht noch ein bisschen Zeit. So, jetzt fehlt mir. Ah ja, das ist natürlich jetzt richtig. Ach, Moment. Habe ich jetzt Ingenieure, okay. Jawohl, das funktioniert eh gerade nicht. Wir sind ja schon fast bei minus 70 Grad. Das Gute ist, wir haben dann schon fast genug, dass wir okay zurück nach Hause. Das rettet uns vielleicht den Arsch. Wie viel habt ihr? Ja, das ist viel. Der Name Frosting ist auch verdient, finde ich.
anmachen. Eins, zwei, drei, und dann ist eine Zeit bleibt noch übrig. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch, bis die... Oh ja, nicht mehr so viel. Ist das wenigstens jetzt aushaltbar? Kühl. Warum wohnt da keiner drin? Geht in die Baracken. Das wird zerlegt. Oh, zwei Tage. Stunden. Ja. Ah, das Ding läuft dann gleich wieder. Einer. Alle. Kann ich noch mal eine Baracke bauen? Scheint besser zu sein. Was ist passiert? Los, sagt's mir. Sturm am Horizont. Oh. Ach ja, die müssen ja, die muss ich ja eh zurückholen, deswegen. Also wenn ich es bis hierhin schaffe, dann habe ich es wahrscheinlich erstmal gepackt. Allerdings habe ich auch keinerlei Leute mehr. Von daher habe ich es eigentlich nicht gepackt. Könnt ihr mal das hier fertig bauen? Das ist schließlich euer Haus. Null Prozent Effizienz. Hier könnt ihr auch alle drin arbeiten. Und der Sturm hält zwei Tage an. Ich bin sowas von tot. Die haben auch nur 30% Effizienz, wahrscheinlich weil sie alle krank sind. Ne, im Grunde bin ich so ziemlich aufgeschmissen gerade. Ihr bringt mir eigentlich mehr, wenn ihr hier aushelft. Mehr ist auch hier. Ich versuche es mal für den Sturm aufzubewahren. Oh, so ist okay. Wenn ich hier einen Heizkörper reinpacke, dann passt. Und hier einen Heizkörper. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich schon gar nicht mehr drauf geachtet. Okay, wir haben gleich wieder 5 Arbeiter mehr. Warum? Okay, ich muss auf Stufe 1 bleiben. Brauchen wir über Nacht nicht. Muss auch nicht geheizt werden über Nacht. Baut mal das Haus fertig, dann habt ihr auch erstmal wieder was. Wir haben schon einen längeren Tag. Zwölf Stunden, das werden wir nicht machen. Och, wir haben genug Essen erstmal. Da kommt noch mal was.
arbeitet einfach mal in der Kälte, das passt schon. Was anderes geht gerade nicht. Und wenn ich jetzt einen Automaton hätte, dann könnte ich auch permanent den Generator betreiben und alles wäre gut. Oh, ich hoffe, die kommt zurück, weil sonst haben wir gleich gar nichts mehr. Haben die auch Kohle dabei? Oh, 120 Kohle, das rettet mir den Arsch. Nee, das werde ich nicht machen. Ich meine, das bringt jetzt eh nichts mehr. Es ist nur noch ein Kind am Leben, also... Das wird mich jetzt bestimmt retten. Okay, ich muss nur das Essen erstmal verarbeiten. Es ist Pipe and Hole. Ich glaube nicht, dass wir das noch packen. Also das ist wirklich übel. Vor allem, weil die Leute alle tot sind. Aber wie kann man wirklich an neue Leute kommen? Also wenn das wirklich so blöde wäre... Was ich irgendwie gerade vermute. Ah, hier. Dass du wirklich mit den Leuten auskommen musst, die du hast, fände ich das wirklich dann wäre das wirklich blöd gelöst. Weil du hast kein Vermehrungssystem in dem Spiel. Das kann aus. Okay, das Essen reicht für den Sturm. Und die hier kommen eh nicht in der Zeit. Wir können das letzte Mal holen, glaube ich. Okay, wir haben jetzt wie viel? Es ist nur auf sehr kalt. Ich würde das Ding erstmal abschalten. Gucken, dass die Leute irgendwie noch durchkommen. Und vielleicht so... Am vorletzten Tag alles wieder anschalten. Es ist jetzt einfach nur noch ein Aushalten gerade für mich. Wie lange halte ich es noch aus? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich ja eigentlich problemlos weiterforschen, oder? Kommt auf jeden Fall Kohle. Die Leute sterben jetzt wahrscheinlich. Aber dann kann ich vielleicht, kurz bevor das verendet ist, nochmal den Generator auf doppelt packen und Overdrive an. Das könnte dann schon reichen. Eiskalt, ja. Oh, gar kein Frostzeichen. Fahr es mal gleich mal ab. Mal sehen, wie gut wir es hinkriegen gleich. Ist angemessen.
Das machen wir jetzt einfach noch mal eine Zeit lang. Ihr hört auf. Oh, funktioniert. Was ist los? Ein stolzer Mann. Mir egal. Also ich kann mir jetzt nicht erlauben, noch irgendwelche Sachen zu machen. Ich könnte noch Schnaps dazu packen eigentlich. Kaltes Zuhause würde ich jetzt so nicht sagen, also... Na doch, kühl. Hört mal auf. Wenn ich erreiche den Sturm nicht mehr, aber wir sind ganz nah dran eigentlich. In 5 Stunden, das ist früh um 7, nee. Komm, werd warm. Ach komm, lieber Mai und mache. Ja, aber es sind nur noch 9 Leute. Wollen die mich raus? Also wollen wirklich 9 Leute sich mit mir anlegen? Ich brauche bloß ein Gewehr haben, dann haben die eigentlich schon ein Problem. Nein, wir erreichen es nicht mehr. Oh, die Unzufriedenheit schmilzt dahin. Yay. Also das nenne ich mal knapp. Aber trotzdem... Wir sind eigentlich echt am Ende. Weil ich habe noch 9 Leute. Ein Kind ist dabei, toll. Fehlfunktion für Dampfkern. Das unvorhersehbare Wetter hat einen überraschenden Effekt. Die Schmiersysteme aller Dampfkerne wurden von Eiskristallen in die Luft durchlöchert. Die Effizienz aller Gebäude mit Dampfkern und der Automatone wird um 90% reduziert. Hm, die laufen eh nicht. Aber trotzdem, was will ich denn jetzt noch machen? Ich habe noch 2 Arbeiter, ich kriege keine 9 Leute dazu. Es gibt keine Möglichkeit, an Leute ranzukommen. Wieso ist denn der Overdrive eigentlich noch ran, obwohl der Generator runterfährt? Ich warte jetzt einfach mal ab. Im Grunde ist das jetzt eigentlich ein Witz, weil... Ich habe mir das wirklich schöner vorgestellt, dass man das hier machen kann. Ich habe gedacht, okay, es gibt vielleicht ein oder andere Siedlung, mit der man interagieren kann, die einem vielleicht neue Leute schickt. Aber das hier ist irgendwie doof. Interessiert mich gerade ein Scheiß. Was seid ihr? Warte mal. Nein. Das ist irgendwie... Ich finde das gerade ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Das mag vielleicht für so eine Aushaltmission okay sein, aber nicht, wenn es heißt, hey, überlebe so lange wie möglich. Das würde ich jetzt einfach mal auf normaler Schwierigkeit nochmal machen. Ja. Und ich habe halt auch keine Möglichkeit, Leute nachzuziehen. Das macht's doof. Okay. Ist das jetzt... Ah, okay, jetzt sind sie anscheinend an.
Mal versuchen wir es mal auf schwer. Extrem ist vielleicht doch mal einfach noch zu viel. Moment. Ja, ich. Frosting bleibt. Hä? Newton, er ist der Größte. Newton, er ist der Klügste. Okay, bleib mal bei Frosting. Newton, wo er auch ist, gibt Spaß. Habe ich mehr Leute als vorhin? Ich glaube nicht. Ach Moment, ich habe ja jetzt auch gleich schon... Habe ich hier Ingenieure reingepackt? Ich fange aber trotzdem mal mit Suppe an, weil Suppe bringt mir auf lange Sicht eigentlich am meisten. Lange Sicht nur im Magen. Aber ich muss sagen, Suppe ist wirklich was Tolles, weil wirklich... Was war das denn jetzt? Du hast halt wirklich den Vorteil bei Suppe, dass du... Ja, wie soll ich das sagen? Du hast halt was, was dich, was deinen Magen füllt und... Ja. Und was toll ist an Suppe, die ist warm. Forsch mal. Diesmal gehe ich auch erstmal auf Essen. Und dann auf die Signalstation. Ich glaube, ich weiß, wie der Generator funktioniert. Und dann muss man gleich schon auf die verlängerte Schicht gehen. Moment, habe ich mich hierher geschickt? Oh ja, tatsächlich. Das ist sehr clever, den möglichst den längsten Weg nehmen erstmal. Oh, stimmt ja. Den sollte ich über Nacht anmachen, sonst habe ich morgen die ersten Toten zum Frühstück. Moment, das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine.